Beverly Hills Cop, jetzt geht's aber los hier. Ja, nur noch 72 Stunden. Schauspiel Gold, ja. Man in Black 1 oder hier, Will Smith hat auch krasse Filme gemacht. Will Smith auch, ja. Fight Club, das ist der einzige Film, wo ich sagen, so viele, dass der mich gar nicht antört. Ich hab den mal geguckt, aber früher, ich hab den auch nicht, dass keiner den Besuch jetzt und sagt, ich hab den, obwohl ich den kenne. Einmal gucken war nicht so. Der Abdu guckt auch nicht Filme doppelt und dreifach, der mag doch. Moin Jungs und herzlich willkommen auf dem offiziellen Algier Kick Highlights Kanal. Dieses Video enthält wichtige originale Kommentare unter den Clips. Diese müssen zum besseren Verständnis der Highlights beachtet werden. Viel Spaß. Gesetz der Rache habe ich 20 Mal geguckt. Gesetz der Rache habe ich 20 Mal. Ach, du kennst auch gar nicht. Gesetz der Rache habe ich 20 Mal geguckt. Ja, aber das ist so ein echt, das ist ein Elite-Film bei dir im Kopf. Ja, aber erstmal, wo du den gesehen hast, du hast jeden auf diesen Film gebracht. Ja, klar. Jeden Gesetz der Rache war das schon ein krasser. Ja. Aber ich bin einer, mir ist langweilig, ich will Film gucken, ich gucke dann irgendeinen Film, den ich... Guck mal, was er schreibt, Shaolin Soccer, du bist doch keine 90. Abdel geht auf Comedy, der geht auf das, der geht auf jede Branche, weißt du, was ich meine? Der lässt nichts. Guck mal, Gesetz der Rache und Dark Knight, die habe ich locker beide, locker über 10 Mal geguckt. Top 5 Serien. Nummer 1, Prison Break. Game of Thrones. Ja? Serie, Top 5, Game of Thrones, Prison Break, Walking Dead, auch krass, ich mach immer nur auf. Wie heißt der, Waymond, der Blacklist guck ich nicht, ist keine Top 5. Ist nicht. Geht's nicht dabei? Nein. Da ist sogar The White Collar schon besser für mich. Was mit... Dann, die gucke ich gerade aktuell sowieso. Breaking Bad? Geht die dabei? Ne, bei mir gar nicht, hab mich gar nicht. Aber drin, Power, Mauer... Haus des Geldes, Namen bei Hohen. Guck mal, Haus des Geldes bei mir, Top. Prison Break, Narcos, guck mal, Narcos, ja. Bin ich dabei, Top 5. Chapo, Mapo? Nein, aber Narcos Top 5 bin ich dabei, aber auch nur die erste Staffel. Nur die erste Staffel. Prison Break sowieso Nummer 1 von allen. Sopranos Game of Thrones. Auch geil, ja. Sopranos ist auch geil, aber nicht Top 5. Top 5, ne. Noch zwei Serien. Power fand ich krass. Aber nicht Top. Warte mal, noch zwei Serien. Black Mafia Family. Die ist ein bisschen neuer, aber die ist auch auf jeden Fall krass. Ja, Strong Nation, dankeschön. Diese Breaking Bad, Alter, das ist so... Sons of Anarchy auch nicht. Top Boy auch nicht. Ja, Sons of Anarchy auf jeden Fall nicht. Aber Haus des Geldes ist safe. Ja. Geschichte. So voll krass. Würde sogar dazu zählen. Und die wird immer krasser. Wie auch Game of Thrones. Das wird immer krasser, immer krasser, immer krasser, immer krasser, Bruder. So Serien sind die heftigsten, Bruder. Du wirst gar nicht mehr weiter gucken. Der Schacht, ja klar. Geiler Film. Aber eine Serie ist auch nur, kann nur krass sagen. Ich schwöre, nie kann einer über mich Christ. Nein, über mich kann über nie einer über. Kritisieren über Serien, wenn der die nicht durchsuchtet. Und damit meine ich, eine Woche nur. Aufstehen, weiter schlafen, aufstehen. Ja. Nur dann kannst du über eine Serie urteilen. Weißt du, wie ich wenn Game du eine Serie of Thrones geguckt habe? Und dann wieder ein paar Mal nicht guckst, dann da. Weißt du noch, wie ich Game of Thrones geguckt habe? Bei dir der Apfel hat schon mal geguckt, könnte einer Werbeschuss. Anime haben wir uns nie befasst. Anime habe ich mich auch nie befasst, aber ich kann sagen, auf jeden Fall One Piece. Ja. Dragon Ball, ich hatte nie Fernsehen. Wie heißt der mit L? Ja, der Death Note. Das ist immer noch krass. Aber das ist das einzige, was Death Note, One Piece. Aber das waren so Anime. Ich habe nicht mal 5 Serien geguckt. One Piece ist krass, doch. Kann man, ist krank. Ja, ich war mal in einem Film. Ich war dann immer bei den Dummen, hab mich da so reingesucht. Ich habe so die 700 Folgen oder 400 Folgen oder so gesehen. Hör mal zu, kennst du doch diesen Film? Ey, Mann, wo ist mein Auto? Ja. Kennst du den? War Ashton Kutcher dabei? Ja, Ashton Kutcher mit den geilen, mit so. Ey Mann, wo ist mein Auto? Aber zum Beispiel Bloodsport. Auch krasser Film. Aber von Van Damme gibt es mehrere krasse Filme. Nee, aber Bloodsport und Karatiga 3, das sind die zwei besten. Wo der als Sklave verkauft worden ist und die in Hell. Nee, nicht in Hell. Wo die Goldstatue klauen wollten mit diesem Luftballon, Heißluftballon. Diese einen Engländer, die haben den für dieses Turnier angemeldet, sind doch zu der Insel gegangen und so. Von Van Damme, ein Film. Kennst du den nicht? Der hat auch gekämpft. Bruder, ich frag mich immer noch. Kickboxer und Bloodsport sind die besten Filme von Van Damme. Da gibt's gar nichts zu meckern.